Die betrogene Ehefrau Maja Ingen soll ihren Ehemann Udo aus Rache mit K.O.-Tropfen ausgenockt und ihn bei seinen Arbeitskollegen in einer peinlichen Situation bloßgestellt haben. Doch Anwalt Ralf Vogel verdächtigt Nachbar Carsten Lemberg. Denn seine Mandantin wird von dem Gärtner regelrecht gestalkt. Nun will der Jurist sicherstellen, dass der liebesdolle Single keine Gefahr für seine Mandantin und ihre Familie darstellt. Ich bin hier, weil Frau Ingen sich von ihm belästigt fühlt. Sie wissen schon, warum. Belästigt? Nein. Ich meine, Sie verstehen das nicht. Ich liebe Maja. Ich würde ihr nie was antun, so wie ihr Mann. Aha. Sie haben also was gegen Herrn Ingen? Na, früher oder später hätte sie sich so oder so für mich entschieden. Aha. Sagen Sie mal, was haben Sie eigentlich gestern Nacht gemacht? Gearbeitet? Was sind Sie denn vom Beruf? Gärtner. Mitten in der Nacht arbeiten Sie als Gärtner? Ist das nicht ein bisschen merkwürdig? Das ist meine Spezialität. Gerade bei Vollmond wachsen die Pflanzen am besten. Sehr interessant. Aber die Polizei wird Ihr Alibi überprüfen. Und bis dahin halten Sie sich bitte von Frau Ingen fern. Schönen guten Tag. Wie bitte? Moment mal, ich meine, Maja kann doch selber entscheiden, mit wem sie sich treffen wird und sehen wird. Und erst recht dann, wenn sie sich von diesem Loser trennen wird. Ganz genau. Frau Ingen kann ganz allein entscheiden, wen sie sehen will. Und sie möchte sie nicht sehen. Und selbst wenn sie sich von ihrem Mann trennen wird, wird sie nicht sie wählen. Und bitte halten Sie sich daran, sonst werde ich bei Gericht ein Kontaktverbot erwirken. Dann können Sie sie gar nicht mehr sehen. Ich habe nichts gemacht. Ich liebe Maja. Ich möchte sie glücklich sehen. Ich sag Ihnen eins, wenn Sie irgendetwas mit dem Anschlag auf den Mann von Frau Ingen zu tun haben, dann werden wir das herausfinden. Das wird Konsequenzen für Sie haben. Auf Wiedersehen. Herr Lemberg kann mir ja viel erzählen. Ich werde auf jeden Fall sofort die Polizei benachrichtigen und mitteilen, dass er ein Motiv und die Gelegenheit zur Tat hatte. Denn das Alibi von ihm, das muss überprüft werden. Am nächsten Tag ist Gretas Ballettaufführung in der Schule. Auf dem Weg dahin informiert Maja ihre Mutter Hanne Röder über Stalker Carsten. Die Frührentnerin ist schockiert. Ein weiterer Mann, der genau in Hannas negatives Männerbild passt. Doch beide lassen sich nichts vor der 10-Jährigen anmerken, die so glücklich ist, dass Oma und Mama zur Aufführung kommen. Wo ist denn Papi? Du, der müsste jeden Moment hier sein. Der bestimmt vergessen. Ach, typisch Mann. Das glaube ich nicht, nein. Der kommt gleich, Schatz. Ey, du siehst super aus. Dreh dich mal. Wow. Schön. Das ist meine Lehrerin, Frau Merten. Ja, ich weiß nicht. Hallo. Hallo. Hallo, Frau Merten. Greta, ich glaube, es ist besser, wenn du die Hauptrolle heute nicht spielst. Aber wieso denn nicht? Du warst letzter Zeit so unkonzentriert. Und ich glaube, das ist besser, wenn du die heute nicht spielst. Und die Blume ist auch eine tolle Rolle. Und ich würde sagen, du spielst du heute. Hier, bitteschön. Nein, die Blume ist gar nicht schön. Das können Sie doch nicht machen. Die hat die ganze Zeit geübt und geprobt. Ja, aber bei den Proben, da war sie total unkonzentriert. Das muss Ihnen doch aufgefallen sein in den letzten Tagen. Haben Sie zu Hause Schwierigkeiten? Nein, bei uns ist alles in bester Ordnung. Die Blume ist auf jeden Fall auch eine schöne Rolle. Und wenn Greta sich das nächste Mal mehr Mühe gibt, dann kann sie auch wieder sich an der Hauptrolle probieren. Sagen Sie mal, was sind Sie eigentlich für eine Pädagogin? Sie haben meinem Kind gerade das Herz gebrochen. Ich weiß, was ich tue und das ist für alle das Beste. Na, offensichtlich nicht. Sie werden doch von mir hören, Frau Merten. So geht das nicht. Na, ganz toll. Jetzt muss ich die Blume spielen. Komm mal her, Schatz. Das ist richtig gemein. Weißt du was? Du siehst so viel, viel schöner aus. Ach komm, blöde Krone, das ist viel besser. Komm, gehst du denn? Glaube ich jetzt einfach nicht. Da Mama, muss doch was Mama. Passieren. Was macht der denn hier? Psst, nicht so laut. Wieso stalkt er mich denn jetzt hier auch schon? Komm, wir setzen uns jetzt hin. Wir haben den gar nicht gesehen, ja? Es ist so traurig, dass Udo dich in dieser Situation auch alleine lässt. Also, ich bin völlig entsetzt. Egal, wir lassen uns jetzt nichts anmerken, Mama. Okay. Hallo, Schatz. Meine Mutter hat vollkommen recht. Jetzt könnte ich wirklich mal meinen Ehemann gebrauchen. Aber der ist natürlich wie immer nicht da. Carsten kommt hierher und stalkt uns. Das muss aufhören, bevor Greta irgendwas merkt. Trotz Carstens Anwesenheit verlief die Aufführung ohne Zwischenfälle. Und Greta hat als Blume doch noch geglänzt. Aber die 10-Jährige ist enttäuscht, dass ihr Vater Udo sie nicht tanzen gesehen hat. Entschuldigung. Tut mir leid, dass ich zu spät bin, aber ich hatte im Büro so viel zu tun. Furchtbar. Naja, ich habe ja sowieso nicht die Hauptrolle gespielt. Wie? Warum hast du die Hauptrolle nicht gekriegt? Du hast doch so viel geprobt und geübt und gemacht, Mensch. Na, Frau Mertens wollte es einfach nicht. Das ist alles. Wie, Frau Mertens wollte es einfach nicht? Ich glaube, mit der muss ich mal ein ernstes Wort reden. So geht's ja überhaupt nicht. Nee, musst du nicht. Wieso? Mal, kannst du schon mal mit Greta zum Auto gehen? Geht ihr schon mal zum Auto, Schatz? Kann ich dich mit dem alleine lassen? Unbedingt, Mama, ja. Krieg ich da noch ein Eis? Ja, na klar. Bis gleich. Na, dann komm, meine Süße. Sag mal, was
bildest du dir eigentlich ein? Kannst du nicht einmal in deinem Leben pünktlich sein? Du wusstest ganz genau, wie wichtig ihr diese Aufführung ist. Seit Wochen redet sie von nichts anderem mehr. Was hast du gemacht? Wieder bis hier Arbeit? Oder war das wieder was anderes? Ha? Es tut mir... Ich glaube, sie weiß, was du machst. Wirklich alles kaputt. Es tut mir leid. Bitte gib mir noch eine Chance. Nein, auf keinen Fall. Da wäre Maya schön doof, wenn sie dich wieder zurücknimmt. Nach der ganzen Scheiße, die du baust. Sag mal, was willst eigentlich du hier? Wie kommst du hier überhaupt her? Heute ist die Aufführung. Ich habe mich schon die ganzen Tage drauf gefreut. Ich habe mir extra freigenommen. Wie kommst du dazu, dich in die Diskussion zwischen mir und meiner Frau einzumischen? Carsten, ich dachte eigentlich, wir hatten das geklärt. Mein Anwalt hat dir, glaube ich, eindeutig zu verstehen gegeben, dass du meine Familie bitte in Ruhe lässt, ne? Habe ich da irgendwas verpasst oder das hat er dich angebaggert? Ist egal. Erzähle ich dir irgendwas. Nein, du kannst es ruhig erzählen. Du, ich liebe deine Frau von ganzem Herzen. Aber was fällt dir eigentlich ein? Ich glaube, du spinnst. Lassen Sie das bitte, bitte lassen Sie das. Und Herr Lemberg, meine Mandantin hat mich schon angerufen und gesagt, dass Sie wieder einfach so hier aufgetaucht sind. Ich habe Sie vorgewarnt. Wir werden jetzt ein Annäherungsverbot beim Gericht durchsetzen gegen Sie. Was? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich bin doch heute nur hier wegen der Aufführung. Ich glaube langsam, dass du mir die K.O.-Tropfen ins Wasser getan hast. Ich fasse es nicht. Tropfen? K.O.? Ach, deshalb die ganze Polizei nochmal. Die Polizei ist schon informiert, Herr Ingen. Sie wird Herrn Lemberg demnächst dazu vernehmen. Wie bitte? Ich habe doch gar nichts gemacht. Maya, ich liebe dich nur. Hör jetzt auf mit der Scheiße, bevor ich mich vergesse. Ich drehe hier gleich durch, wirklich. Ich kann das alles nicht mehr hören. Ich habe meiner Tochter versprochen, mit ihr Eis essen zu gehen. Ich gehe jetzt einfach, okay? Ja, machen Sie das. Gehen Sie mal ein Eis essen. Und Sie lassen bitte mal Frau Ingen in Ruhe. Alle beide. Die negativen Ereignisse reißen nicht ab. Als Maya am nächsten Tag mit Anwalt Ralf Vogel einen Termin hat, steht plötzlich Gretas Klassenlehrerin Frau Mertens verletzt vor der Tür. Frau Mertens, was haben Sie gemacht? Was machen Sie überhaupt hier? Können Sie sich doch denken, oder? Nein, nicht im geringsten. Sie haben den Vorderreifen an meinem Fahrrad gelockert und ich hatte einen heftigen Unfall. Bitte, wie, was? Wie kommen Sie denn darauf? Ich meine, es tut mir sehr leid, dass Sie einen Unfall hatten, aber was habe ich damit zu tun? Jetzt tun Sie doch nicht so scheinheilig. Ich weiß ganz genau, dass Sie das waren. Guten Tag, ja. Rechtsanwalt Vogel. Ich bin der Rechtsanwalt von Frau Ingen. Sagen Sie mal, wie kommen Sie denn darauf? Frau Ingen hat mir gedroht, weil Ihre Tochter nicht die Hauptrolle bekommen hat. Ich hab überhaupt nicht gedroht. Vor allem, wann hätte ich das denn bitte schön machen sollen? Ich habe die ganze Zeit in der Vorstellung gesessen. Ich habe doch genau gesehen, wie Sie während der Vorstellung rausgegangen sind. Ja, ich war auf der Toilette. Also sehen Sie, jetzt mal ganz langsam. Mit solchen Anschuldigungen sollten Sie ganz vorsichtig sein, solange Sie keine Beweise haben. Ist auch egal. Sie brauchen jetzt hier gar nichts zugeben. Ich habe schon mit der Polizei gesprochen. Ich wollte Sie nur davon in Kenntnis setzen. Wie bitte? Polizei? Natürlich. Ich habe sie angezeigt wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Und auf eine Klage wegen Schmerzensgeld können Sie sich auch einstellen. Auf Wiedersehen. Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Die Frau hat ja keine Beweise, Frau Inge. Erst die Sache, dass mein Mann mich betrügt. Jetzt das hier. Ich kann bald nicht mehr. Was ist mit meinem Nachbar, der Carsten? Kann der irgendwas damit zu tun haben? Was meinen Sie dazu? Also ein Motiv hätte er ja. Aber das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Wieso sollte der Nachbar die ganze Zeit nicht auffällig gewesen sein und plötzlich macht er solche Sachen? Ja, das weiß ich auch nicht, kann ich mir auch nicht erklären. Aber jetzt wird die Polizei mir doch auch sicher nichts mehr glauben. Entschuldigung. Ingen? Ja? Ja, selbstverständlich. Okay, ja, bis gleich. Super. Das war die Polizei. Ich soll noch mal wieder dahin. Die wollen mich noch mal vernehmen. Pass auf, fahren wir gleich dahin zusammen und erledigen das. Das sind alles schon recht sonderbare Zufälle. Auch wenn ich davon überzeugt bin, dass meine Mandantin mit den Vorfällen nichts zu tun hat, so wird es für mich sehr schwer werden, sie zu entlasten, wenn hier noch weitere Beweise gegen sie auftauchen. Anwalt Ralf Vogel begleitet Maya zum Polizeipräsidium. Er hofft, dass die Ermittler Carstens Alibi inzwischen überprüft haben und seine Mandantin damit entlastet wird. Doch die Lage spitzt sich zu. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, also ich persönlich glaube nicht an Zufälle. Wir haben zwei Personen aus Ihrem Umfeld, die zu Schaden gekommen sind. Und diese beiden Personen haben in der Vergangenheit entweder mit Ihnen, Frau Ing, oder Ihrer Tochter Auseinandersetzungen und Reibereien gehabt. Hören Sie, ich kann Sie wirklich verstehen, dass Sie in diese Richtung denken, ja? Aber ich war's nicht. Ich weiß nicht, wie oft ich Ihnen das noch bestätigen soll. Ich habe nichts gemacht. Und Sie haben doch überhaupt keine Beweise, die Sie gegen meine Mandantin hier vorbringen. Dieser Nachbar Carsten Lemberg, haben Sie den mal verhört? Der kommt doch für mich viel eher als Täter in Betracht als meine Mandantin.
Wir haben sein Alibi überprüft und er hat ein Alibi. Er war in dieser Nacht nämlich arbeiten in einer Gärtnerei und seine Kollegen konnten das bezeugen. Ich glaub's nicht. Ich hätte schwören können, dass er das war. Aber wer war's denn dann? Können Sie mir das sagen? Frau Ingen, Herr Vogel, ich dachte eigentlich, Sie können uns dabei weiterhelfen. Wir haben eine Zeugenaussage und in dieser Zeugenaussage gibt es eine Personenbeschreibung. Und diese Personenbeschreibung passt von der Größe und der Statur wunderbar auf Sie, Frau Ingen. Wie bitte? Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Doch. Ja, und das ist doch auch kein Beweis. Von der Größe, von der Statur, das trifft auf die Hälfte der Bevölkerung zu. Also solange Sie keinen Zeugen haben, der meine Mandantin zweifelsfrei identifiziert hat, solange sollten Sie mal in die andere Richtung ermitteln und nicht immer nur gegen meine Mandantin. Denn die hat die Tat nicht begangen. So, und wenn es sonst nichts gibt, dann denke ich, sind wir auch hier fertig und können gehen. Meine Mandantin ist unschuldig, das steht für mich fest. Die Frage ist doch nur, wer aus dem Umfeld von ihr noch als Täter in Betracht kommt. Langsam habe ich das Gefühl, dass es sich um einen Racheengel hier handelt, der immer, wenn meine Mandantin irgendetwas passiert, ihr helfen möchte. Nur wer kann das sein? Wir müssen hier irgendwas übersehen haben. Die betrogene Ehefrau Maya Ingen soll nicht nur den Anschlag auf ihren Ehemann Udo begangen haben. Jetzt wird sie auch noch verdächtigt, das Fahrrad der Lehrerin ihrer Tochter, Frau Mertens, sabotiert zu haben. Anwalt Ralf Vogel will herausfinden, wer noch ein Motiv haben könnte. Ich gehe davon aus, dass der wahre Täter auf jeden Fall davon wusste, dass ihr Mann fremdgeht. Also wer wusste davon, dass ihr Mann sie betrügt? Die ganze Firma hat das mitbekommen. Aber wer hätte dann Interesse, uns zu schaden? Wir haben doch mit den Leuten überhaupt nichts zu tun. Haben Sie noch irgendwann davon erzählt? Ja, nur dem Carsten. Aber wir haben ja gerade erfahren, dass der damit überhaupt nichts zu tun hat. Ja, und meine Mutter. Ihre Mutter? Herr Vogel, Sie denken jetzt nicht, dass meine Mutter irgendwas damit zu tun hat. Nee, nein, auf keinen Fall. Na, sie hätte die Möglichkeit gehabt und... Wenn ich mir die Zeugenaussage anhöre, dann käme sie von der Beschreibung auch als Täterin in Betracht. Also zugegeben, meine Mutter hat wirklich einen Männerhass, ne? Nachdem was mein Vater damals, nee, aber trotzdem. Auf gar keinen Fall hat die da irgendwas mit zu tun und die Sache mit dem Fahrrad, nein, das glaube ich einfach nicht. Ja, da hat sie auch ein Motiv. Sie musste zusehen, wie ihre eigene Tochter unter einem Mann leidet. Und das bei ihrer eigenen Vorgeschichte. Vogel, ich möchte da wirklich eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Ich kann das nicht glauben und vor allem, ich will das auch gar nicht glauben. Aber Sie haben schon recht irgendwo, weil meine Mutter hat wirklich einen ganz extremen Beschützerinstinkt, was Greta betrifft. Und die hat eine stinkende Wut auf Udo gehabt. Aber wenn das wirklich so ist, das würde bedeuten, ihr müsst meine eigene Mutter anzeigen. Das steht ihr doch niemals durch und ich auch nicht. Ja, aber wollen Sie wirklich unschuldig die Strafe auf sich nehmen? Natürlich auch nicht. Aber wie soll es denn, was sollen wir denn machen? Das ist alles so verworren. Na, wenn es zu einer Gerichtsverhandlung kommt, dann muss die Sache sowieso geklärt werden. Und wenn es wirklich ihre Mutter ist, ja, dann werde ich ihr beistehen. Ich schlage vor, wir müssen jetzt mit ihrer Mutter sprechen. Anwalt Ralf Vogel und Maya fahren zum Haus der Familie Ingen, wo Oma Hanna auf ihre Enkelin Greta aufpasst. Als sie dort ankommen, werden sie Zeugen einer Auseinandersetzung zwischen Udo und Nachbar Carsten. Der Jurist ermahnt den Stalker, dass er sich von der Familie fernhalten soll. Dann stellt er Mayas Mutter zur Rede. Wollen Sie nicht vielleicht uns was sagen? Ich? Wieso denn ich? Mama, warst du das? Bist du das gewesen? Maya, wieso sagst du denn sowas? Wieso ich? Sie sind die Einzige gewesen, die ein Motiv und die Gelegenheit für beide Taten hatte. Mama, wenn du das gewesen bist, du musst es zugeben. Guck mal, was du hier für ein Chaos angerichtet hast. Wollen Sie wirklich, dass Ihre Tochter für etwas bestraft wird, was sie gar nicht gemacht hat? Aber nein, Maya kann ja nichts passieren. Sie hat ja überhaupt nichts gemacht. Nein, ganz so ist das aber nicht. Die Polizei hat jetzt einen Zeugen gefunden, der angeblich ihre Tochter am Tatort gesehen hat. Maya, ich wollte dich überhaupt nie in Schwierigkeiten bringen, Kind. Es tut mir so leid. Mama, überleg mal, was du Udo angetan hast. Und was ist mit der Lehrerin mit dem Unfall? Bist du das auch gewesen? Ich habe vielleicht ein bisschen überreagiert. Das kann sein. Also ich als die Lehrerin Greta das Krönchen vom Kopf genommen hat, ich hab einfach rot gesehen und... Mama, ein bisschen überreagiert? Weißt du, was du da gemacht hast? Das ist eine Straftat gewesen. Der Lehrerin hätte sonst was passieren können bei dem Unfall. Udo, du hast es nicht anders verdient. Du hast dich meiner Tochter so schäbig gegenüber verhalten. Ich weiß, was es bedeutet, vom Ehemann betrogen zu werden. Ehrlich, du hast es nicht anders verdient. Ich hab Maya nicht betrogen. Es war nur der eine Kuss und sonst war da nichts. Ja, Mama, und selbst wenn, das rechtfertigt überhaupt nicht dein Verhalten. Das kann man nicht machen, sowas. Ich wollte dich nur beschützen, es tut mir so leid. Das Gegenteil haben sie beide getan. Sie hätten
beinahe die ganze Familie zerstört. Mama, du hast uns alle in eine unmögliche Situation hier gebracht. Alle haben gedacht, ich bin eine rachsüchtige Irre, die ihm das angetan hat. Es tut mir so leid, Maya. Ich wollte dich niemals in diese Situation bringen, mein Kind. Es tut mir wirklich so, so leid. Ich schlage vor, dass Sie jetzt zur Polizei gehen und eine vollumfängliche Aussage machen. So können Sie vielleicht noch ein bisschen reparieren von dem, was Sie hier kaputt gemacht haben. Wenn Sie wollen, dann begleite ich Sie und wir gehen zusammen. Ja, mir wird ja nichts anderes übrig bleiben. Ich muss mich der Situation stellen und ich wollte dir nie wehtun, Maya. Ich weiß, ich verstehe dich. Es tut mir so leid. Ich schlage vor, wir gehen rein und holen Ihre Tasche und dann fahren wir gleich los. Ja, okay. Zum Glück hat die Mutter meiner Mandantin noch gestanden. Es wäre nämlich gar nicht so leicht gewesen, ihre Unschuld zu beweisen. Aber auch wenn die Mutter ihre Tochter nur rächen wollte, so rechtfertigt das trotzdem nicht ihre Tat. So open your eyes. Anwalt Ralf Vogel war sich sicher, dass seine Mandantin Maya Ingen unschuldig ist. Und er hat nicht aufgegeben, bis er schließlich die wahre Täterin gefunden hat. Hanne Röder, Mayas Mutter. Den Anschlag auf ihren Schwiegersohn hat sie bereits gestanden. Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Ja, das mit meiner Mutter, das war auch nicht in Ordnung. Ich weiß auch nicht, was mit ihr los ist. Ach, vergiss doch jetzt mal deine Mutter. Wichtig sind wir zwei. Wir müssen wieder zusammenfinden. Und was ist mit Fiona? Ach, die hat mich doch nie wirklich interessiert. Okay, ich fand sie am Anfang sicherlich ein bisschen attraktiv. Weißt du, sie war neu in der Firma, hatte Schwierigkeiten mit unserem Chef. Und da habe ich mich halt einfach nur ein bisschen um sie gekümmert. Aber mehr war da nicht. Und der Kuss? Der Kuss, der ging ja von ihr aus. Ich war da selber ganz überrascht. Also wenn sowas noch mal passiert, ich glaube nicht, dass ich das durchstehe, Udo. Es wird nicht noch mal passieren, hundertprozentig. Weißt du, wie sehr mich das verletzt hat? Ja, ich glaub's dir. Und ich komme auch nicht damit klar, dass ihr euch jeden Tag seht. Ich werde sie nicht mehr jeden Tag sehen, verstehst du? Ich habe mich extra wegen ihr in eine andere Abteilung versetzen lassen. Hast du? Ja. Aber trotzdem, Udo, das ist alles nicht so einfach. Ach, du weißt, dass ich nur dich will. Wir können das nicht alles wegschmeißen. 11 Jahre, Mensch. Komm her. Hey. Natürlich bin ich immer noch nicht begeistert darüber, was passiert ist. Und dieses Bild, wie Udo diese Fiona küsst, das wird mich wahrscheinlich noch sehr lange verfolgen. Aber Udo hat mich nie angelogen. Er hat mir die ganzen Jahre immer die Wahrheit gesagt, war immer ehrlich zu mir. Und wenn er mir sagt, dass da nichts war, dann glaube ich ihm das auch. Me and you. Udo ist erleichtert. Er hatte große Angst, seine Familie zu verlieren. Aber weder seine Affäre noch Stalker Carsten oder Oma Hanne konnten diese Familienbande zerstören. Das hat auch Nachbar Carsten eingesehen und ist weggezogen. Gegen Maya wurden alle Ermittlungen fallen gelassen. Ihre Mutter Hanne wird von Anwalt Ralf Vogel verteidigt. Ich wollte mich bei dir entschuldigen, Udo. Es tut mir so leid. Ich habe damals einfach rot gesehen, als Maya mir mit dem Kuss die Sache im Büro erzählt hat. Und du kennst die Geschichte mit meinem Mann. Ich dachte die ganze Zeit daran. Du weißt, was ich durchgemacht habe. Ja, aber weißt du, es sind Gott sei Dank nicht alle Männer so, ne? Ich wollte mich auch nicht rechtfertigen. Ich habe viele, viele Fehler gemacht. Ist schon gut, Mama. Aber Udo, du bist so ein toller Vater und wunderbarer Ehemann. Es tut mir wirklich leid, dich verletzt zu haben. Und ihr seid die einzige Familie, die ich habe. Ja. Du wolltest deine Tochter ja nur schützen. Weißt, ich kann deine Tochter auch nicht unglücklich sehen. Ich liebe sie doch. Verstehst du? Ja. Hanne wurde wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung gegen Udo zu einer Geldstrafe in Höhe von 4.200 Euro verurteilt. Bei der Fahrradsabotage gegenüber Gretas Lehrerin erwartet die Frührentnerin wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eine Freiheitsstrafe von 9 Monaten auf Bewährung. Darüber hinaus muss sie der Lehrerin ein Schmerzensgeld in Höhe von 3.500 Euro zahlen.